Eike Meuer, ihr Liebe, Wiener Schul mitgetan, zum Erhalten der Pals unterwegs. Uns hat es bis jetzt am Start gut gefallen. Das war nämlich das Bürstenbindermuseum, das immer sonntags nach Feiertags von 14 bis 17 Uhr offen hat. Nur falls es euch interessiert. Heute schauen wir insgesamt uns noch 3 Bogen an und wir sind gespannt, ob wir auch noch eine Einkehrmöglichkeit finden. Bis später. Guten Morgen, endlich mal nochmal Sonnenschein. Auf das habe ich gewartet und soll heute auch bis zu 16 Grad wäre. Und wir haben Mitte Mai. Ich hoffe, es wird jetzt immer nach und nach wärmer. Und jetzt viel Spaß beim Gucken. Ciao. So, ihr Lieben, während Marco hoch in die Lüfte steigt, auf die Burg, gehe ich mal ohne in die Katakombe und gucke, was da ohne für auf mich wart. Vielleicht finde ich auch Schatz. Ich habe auch in die Tasche dabei. Ich bin mal gespannt, ob da mal was nützt und ob ihr damit auch was sehen. Oh, das ist ganz schön rutschig da. Mhm. Also gut, dass da eine Hand drauf ist. Na, das ist ein Tor. Geht in die Katakombe. Oh, es fängt an zu Halle. Hier ist es. Ach, ich bin euch doch die ganze Zeit vor in der Halle. Also noch bin ich zu sehen. Ja. Es wird dunkler. Was soll man dann durchgehen? Mein Taschenlampe, die flackert. Ah, jetzt macht sie, was sie soll. Spannend, was da unten ist. Ui, ui. Hier ist es. Echo! Echo! Ich weiß nicht, sieht man noch was? So, ich leuchte mal der Kamera weg. Boah, ist das dunkel hier. Man sieht noch so ein bisschen alles. Guck mal, was da ist. Sind bestimmt die böse Geister hinkommen. Oh, ich glaube, ihr seht jetzt ein bisschen mehr wie ich. Gucken wir mal weiter. Aha. Sieht aus, als wäre da öfters mal Party. Ich komme mal vor wie ein Entdecker. Da scheint früher so eine Art Stall gewesen zu sein. Lass mal ziehen das. Da ist so eine Art. Wir nehmen das mal Abfluss drin. Ne? Ja, da passen wir jetzt mal in die andere Richtung. Vor wie im Abenteuerland. Da war halt noch ein alter Brocke. Die sehen da bestimmt, was auch immer das war. Sieht aus wie ein Stück von der Mauer. Dahin ist der Eingang. Ich bin doch jetzt immer Rundgang. Da sind auch ein paar Brocken. Bank ist da auch noch. Bestimmt, damit man hinter der Knaschbude besuchen konnte. Ach, da haben wir noch etwas zum Gucken. Guck mal, was ist das da? Oh, da ist Wasser drin, glaube ich. Ja, da ist Wasser. Man sieht es ganz gut auf der Kamera. Ich muss mal so gucken, ob man vielleicht was sieht, wenn es Licht widerscheint. Ja, man sieht es leider nicht. Aber, mein lieber Scholli, da hätte ich nicht mehr so weit wurde gefangen sind. Ja. Sieh noch, da sind noch die Überreste von der letzten Mumie. Und da oben ist der ersehnte Ausgang. Wo gehe ich jetzt kleine Mono?
So, ihr all. Jo, wir haben's geschafft. Wir haben auch 3 Bursche gehabt, wie man es auch wusste. Ja, aber das Ende vom Lied war letzten Endes gewesen, dass die erste Bursche sehr schön war, die zweite sehr sehenswert war, die war wirklich toll und die dritte war geschlossen. Das war natürlich ein bisschen blöd. Da konnte man drum rumlaufen, so von außen betrachten, aber sie nicht besuchen. Dann haben wir ja auch noch 2 Einkehrmöglichkeiten gehabt, aber heute ist Feiertag. Und das heißt, da war die Hölle los. Das heißt, wir sind dort rückwärts gerade wieder gegangen und sind Abmarsch weiter, egal wie viel Hunger, wie viel Pipi oder sonst irgendwelche Bedürfnisse wir noch hatte, wir sind weiter und zwar der Rummel viel zu groß. Von der Warte aus, man kann den Weg gut gehen, er hat vorwiegend breite Wege, man überbrückt die Kilometer eigentlich ganz manierlich und auch recht schnell. Ein bisschen Steigung hat er natürlich drin, ihr müsst halt nur halt damit rechnen, dass es halt die Enden, wo ich zu ist und dass halt an den Hütten halt immer viel los ist. Von der Warte aus gesehen wünsche ich euch noch ein schöner Tag und hoffe auch noch der Feiertag halt war halt euch genehm. Alle! Gut, wenn das Video da rauskommt, ist es kein Feiertag, ist es irgendwann Samstag 2024, wann weiß ich gar nicht, ne? Aber heute ist Vatertag 2023. Sarah hat alles gesagt, ich brauche nichts zu sagen. Ich bin froh, dass ich dahinter wieder weg bin von dem ganzen Trubel. So, euch jetzt noch ein schöner Tag. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao!